Einen wunderschönen guten Abend, willkommen zu diesem Video. Und zwar geht es darum, dass der Anzeigenhauptmeister angeblich im Krankenhaus ist. Warum? Wieso? Wir gehen direkt rein. Bis gleich. Freunde, worum geht's? Ihr seht schon hier oben. Anzeigenhauptmeister von Halle ins Krankenhaus geschickt. Wenn ich mir die Jungs ansehe, wir schauen bei fußballszene.de. Das ist eigentlich so Hooligan-Zeug, so Choreos, was die machen, sowas normalerweise da drin. Dort wird berichtet, dass der Anzeigenhauptmeister von Halle in Fans, naja, ich sag mal, in Urlaub geschickt wurde. Ich distanziere mich natürlich von jeder Gewalt. Wir wussten jedoch, dass es wahrscheinlich so kommen würde, wenn er mal auf die Falschen trifft. Und in Halle gibt's viele falsche Leute. Jedenfalls, was das betrifft. Wir gucken rein. Nahezu jeder von euch wird in den vergangenen Tagen und Wochen die Minidoku vom sogenannten deutschen Anzeigenhauptmeister gesehen haben. Der aus Sachsen-Anhalt stammende junge Mann zeigt hobbymäßig in seiner Freizeit Personen an, die aus seiner Sicht Ordnungswidrigkeiten oder gar Straftaten begehen. Das Hauptaugenmerk legt Niklas M. dabei auf Falschparker, um ihnen einen Bußgeld aufzuerlegen. Dabei fotografiert er beispielsweise falsch parkende Autos ab und trägt diese an die zuständige Landesbehörde mit einem entsprechenden Ermittlungszeichen weiter. Nun kam es laut Hörensagen nach dem Spiel zwischen dem Halleschen FC und Dynamo Dresden von vor einer Woche erneut zu einer Aktion, wo der Anzeigenhauptmeister involviert war. Mehreren Zeugenaussagen nach zu urteilen, wurde der junge Mann in einer S-Bahn nähe Halle mutmaßlich von HFC-Fans enttarnt und angegangen. Vermutlich wollte er. Halle Niedlehm, da steige ich öfter aus. Nur kleiner Funfact. Das ist einfach das Ende der Strecke. Da ist wirklich kein Mensch mehr im Zug. Die alkoholisierten Fans im Zug anschwärzen, da diese beispielsweise die Bahn durch Sticker verschönerten, was ihnen wiederum S3. sauer aufstieß. Darauf forderten die Hallenser den Anzeigenhauptmeister, als dieser die Tat dokumentieren wollte, auf sein. Also der HFC-Jungs kamen vom Spiel, von Magdeburg. Straßenbahn. Oder ob es in Magdeburg war, ich habe gar keine Ahnung. Waren in der Straßenbahn. Natürlich haben die Anwandlung, wie die meisten Fußballfans, die haben ja tausende Sticker, ja. Und ballern die dann überall dran. Weiß man. Ist halt so. Die werden dann wieder abgemacht von Leuten und gut ist und fertig ist. Niklas hat das natürlich, wie man kennt, wahrscheinlich aufgenommen, fotografiert am besten noch. Das ist eine ganz schlechte Idee, mein Freund. Das ist eine ganz schlechte Idee. Bei 20 wahrscheinlich alkoholisierten Leuten, die auch, naja, ich sag mal, die sind dem Stress nicht so abgeneigt. Die drehen sich jetzt nicht rum. Ja? Wenn die sehen, da könnte es Stress geben, dann kommt der Erste schon angesprungen. Die sind da jetzt nicht so Freunde. Das könnte eine dumme Idee sein. Handy abzugeben. Unter Androhung und auch Anwendung von Gewalt gab dieser sein Mobiltelefon heraus und verständigte zuvor offenbar noch die Polizei, die an der Endhaltestelle bereits am Bahnsteig vor Ort war. Niklas M. musste in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden. Zitat Bundespolizeiinspektion Magdeburg: In einer S-Bahn, in der sich 20 Heimfans befanden, kam es auf der Strecke von Bitterfeld bis Muldenstein gegen 18.20 Uhr zu einer Raubstraftat. Ein bisher unbekannter Täter entwendete dem Geschädigten unter Gewaltanwendung sein Handy. Daraufhin stoppte der Zug am Haltepunkt Muldenstein. Es wurden Einsatzkräfte zugeführt, welche den Sachverhalt aufnahmen. Der Geschädigte musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Handy wurde auf dem Bahnsteig gefunden. Die Ermittlungen zu dem Tatverdächtigen dauern an. Zuständigkeitshalber wird der Landespolizei dieser Sachverhalt übergeben. So, Freunde, das war's auch schon. Ja. Hat er wohl anscheinend den Falschen getroffen. Ich hoffe natürlich, dass da nichts dran ist, eventuell. Dass, wenn das keine schweren Verletzungen sind. Und wie gesagt, denkt dran, Gewalt ist keine Lösung. Auch wenn euch dieser Mensch, von dieser Sorte Mensch gibt es noch viel mehr. Auch wenn euch Menschen auf den Sack gehen, auch Gewalt ist nie eine Lösung. Wenn du Gewalt anwendest, zeigst du einfach nur, dass du mit deinem Intellekt am Ende bist. Ja, von daher, Freunde. Ihr wisst erstmal Bescheid. Ich baller jetzt das Ding erstmal hier auf YouTube hoch, damit ihr Bescheid wisst. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Haut rein.